Und damit, hallo und herzlich willkommen zum der Rabenwehr plus 5. Ja, ballern wir mal eben schnell durch. Der Krieger, danke, hat jetzt gescreent. Hat er nämlich vorher nicht gemacht. Okay, in die falsche Richtung gesetzt. Ballern wir mal eben hier alle um. Hatten wir auch im mythisch Plus Bereich. Inside Zickisch ist auch noch eine Legionsinstanz, die richtig geil ist und auch noch dazu gekommen ist. Die Legion-Instanzen kann ich am meisten mit anfangen. Okay. Das war so dieses, finde ich, Meister-Add-on mit unter anderem. Vielleicht würdet ihr es interessant finden, wenn ich mal die Erweiterungen ranke von World of Warcraft. Schreibt es da gerne unten in die Kommentare rein. Und dann werdet ihr sehen, was ich geil finde und was nicht. So, was ist da? Alle anderen sind da. Bisschen verteilen. Irgendwie hat sich der jetzt in meiner Richtung gegeben. Früher ging der Boss so, dass wenn irgendwas da aufkam, das muss man schnell umbringen. Ja, das ist auch jetzt so. Möglichst viele Geister umbringen. Damit er maximal wenig Schaden macht. Weil wenn da alle Geister durchkommen, dann war es das. Nicht viel Talente, sondern. Jetzt. Jetzt sehe ich. Ja, sag ja, die neuen Instanzen sind für den Amboss einfach nicht geeignet, leider. Weil jetzt läuft der Amboss wieder aus, die nächsten Gegner warten quasi schon. Schamane erzählt gerade, er liebt die das Reden in den Instanzen. Finde ich auch an für sich nicht schlecht. Also gut inszeniert und alles drum und dran. Ich mag die Legionsinstanzen durch die Wand weg. Eigentlich alle. Die einzige nervige war hier dieses mit dem Wasser, wo es halt auch so ein. Dingsbums am Ende gab. Ich hatte den automatisch an, ich hab noch nichts gedrückt. Hier diesen, wie Murmur am Ende. Wenig Leben und geht weiter. Aber irgendwie geht diese Taktik auch komplett durch die Wand weg. Irgendwie hat jedes Add-on, jede Erweiterung wieder so ein Ding, wo die sagen, okay, hallo, hier hat ein Boss wenig Leben, aber der könnte euch, wenn er volles Leben hatte, echt Probleme bereiten. Deswegen haben wir ihm nur ein Viertel Leben gegeben. Diese Erweiterung ist es beim Grund der Gezeiten, wollte ich schon sagen, nein, diese Erweiterung ist es halt in der Halle der Infusion. Ich glaube, das war nicht so gut, alle jetzt so zu tun. Auch hier eine Instanz, die im Timeless Dungeon mit dabei ist. Die Gegner sehr viel schneller fallen und gar nicht zu ihren Fähigkeiten kommen. Wir müssen auch mal wegschnitzeln hier. Ich glaube.
Ziel. So, hier kommen jetzt wieder neue Gegner. Sehr schön für meinen Amboss. Geht es nicht direkt weiter. Ich muss sagen, ich mag die Dämonen-Add-ons. Die Dämonen-Erweiterungen finde ich echt stark bei WoW. Die ganzen anderen so mit Arthas und so sind natürlich auch sehr stark gewesen. Euch hier begraben. Aber wie gesagt, wenn ihr da ein Rating haben wollt, einfach in die Kommentare unterschreiben, ja, rate mal. Die Jagd ist endlos. Macht mal eine Tierlist zu dem Ganzen, was ihr am besten findet, oder was ihr am besten findet, tolle Tüte Deutsch, was ich am besten finde. Machen! Haltet sie in Schach! Ich brenne euch bei lebendigem Leib! Nein! Ja. Und hier kommen jetzt die Felsen, die uns gleich mächtig auf den Keks gehen können. Okay, sie gehen schon auf den Keks. Dann warte ich mich hoch. Doch egal. So. Einer muss es ja schließlich tun. Auf plus 20 wahrscheinlich auch eher der sichere Tod. Außer man babbelt sich so wie ich. Erstmal so reinschallern. Ich glaube, die haben an den Bossen nicht ganz so viel gedreht. Was die Mechanik angeht. Ja, auch hier wieder, viele werden die Mechanik nicht kennen, weil es nie so weit gekommen ist, dass man die Mechaniken auslebt im zeitverlorenen Modus. Aber man hat es ja gerade schon bei der Dämonenjägerin gesehen, bei Illisana. Das hast du im Time Lost nie gesehen, dass die auf diese Balustrade springt, die Augenstrahlen auf jemanden macht und ja. Und dann noch Ads gerufen werden. Soweit kam es nie. Wenn es soweit kam. Aha. Jetzt hat man. Geil. Okay, der ist an mir vorbeigekullert. Sehr schön. Oben. Sollte man eventuell auch nicht machen, im mythischen Plusbereich hier alle zu pullen. Ach komm schon. Natürlich, wenn dann alle Fledermäuse auf dir drauf sind, dann stirbst du schneller weg, wie du gucken kannst. Das ist doch mal die. Ja. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. So, einmal wiederbeleben. Da oben steht keine mehr von denen, können wir schon mal zu dem Boss gehen. So, Krieger, schrei uns doch mal an. Hat er gemacht, sehr schön. Ich streiche diese Festung mit eurem Blut. Los, rennt, flieht! Hab euch! Und in dem Moment sprintet er noch weg. Ja, der macht diesen Ansturm, das sieht man eigentlich im Mythic Plus auch gar nicht. Ich glaube, da haben sie die Mechanik einfach rausgenommen und es ist gerade neu dazugekommen. Ich kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern. Diesen Teppich sieht man auch nicht.
Stammkunde, klar, das macht er den Zurückstoß. Haltet sie auf! Wir müssen uns vorbereiten. Springen. Das kann ganz schön nervig sein, wenn man drin steht. Ganz recht. Aber gemeinsam werden wir siegen, Latosius. Ah, Latosius weiß noch nicht. Ah, okay. Latosius weiß nicht, dass er ein Dämon ist. So, ich bin drin stehen geblieben, um euch das zu zeigen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Dass man dadurch gesandt wird. Flügel bewahre ich mir kurz am Boss wieder auf. Bitte, Boss. Okay, jetzt sind sie sogar zweimal auf mich draufgesprungen. Sehr schön. Wenn du da einmal in dem Loop festhängst, dann hängst du in dem Loop fest. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, Heiler hat noch genug Leben. Monster! Niemals werdet ihr unsere Welt erobern! Wir wollen ja auch nicht eure Welt erobern, wir wollen euch helfen. Es reicht! Genug der Scharade! Wabenkrone! Ihr nutzloses Werkzeug! 10.000 Jahre steht euch nicht gut zu Gesicht. Jetzt zu euch. So, hier wird es natürlich jetzt diesen Strahl, den wir gerade gesehen haben, der kommt jetzt ein paar Mal. Genauso wie das wir gucken müssen, hier tauchen Mücken auf, die einen zum Einschlafen bringen. Ihr müsst ihn besiegen. Diese wertlosen Sterblichen sollen der Legion trotzen. Seelen meiner Vorfahren! Eilt zu mir! Helft unseren Champions! Ansonsten ist der Bossfight sehr entspannt. Nicht, zu tun habt, Sterbliche. Ich habe kein Ziel. Ja, da sollte man nicht drinstehen. Kreise nicht rein. Sonst kann ich abkriegen, diese Mücken. Oh, wir brauchen noch Prozente. Ha. Läuft, läuft, läuft. Irgendwo irgendwas übersehen. Ja doch, kann man die machen. Ich glaube, die kann man nicht machen. Ja, aber die geben keine Prozente. Das geben. Okay. Und dann fehlt immer noch einer. Da gibt der. Nur 1%. Jetzt. So, sehr schön. 90 Punkte wieder drauf. Dann können wir direkt mal in die Kiste umgucken. Oh, die eine Animation kam mir jetzt gar nicht, dass die Kiste aufgewertet worden ist. Wir sind da jetzt bei 363 geblieben. Das wird sich im Laufe der Woche noch viel dran ändern. Inside Sickish 9. Sehr interessant. Nehme ich mit. Das heißt, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Dungeon im Finside Sickish wieder.
gucken wir trotzdem erstmal rein, was wir hier drin finden. Ich bin ganz gut. Gold und alles drum und dran. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im Hinterzirkel mit Baxter wieder, aber auch bei den ganzen vielen anderen Instanzen. Bis dann. Ciao.